Der große Festumzug am 20. Juni war einer der Höhepunkte des Schlossfestes. Aber bevor sich der Hofstaat samt Gefolge und vielen anderen Leuten auf den Weg durch die Innenstadt bis zum Schloss machte, erfreuten sich zahlreiche Besucher erstmal an Musik vom Drehorgelorchester. Und dann fuhr sie vor, die prächtige, großherzogliche Kutsche, gefolgt von höfischen Bediensteten und Bürgern im feinsten Sonntagshören. Der vom Schlossverein organisierte und gestaltete Umzug begann am Hauptbahnhof, führte über mehrere Straßen der Altstadt und endete im Burggarten, wo das historische Schlossfest bereits voll im Gange war. Gern ließen sich die Schweriner und die Gäste unserer Stadt ein bisschen in das 19. Jahrhundert zurückversetzen. Dies wird sicher auch im nächsten Jahr so sein, wenn wieder so ein prächtiger Festumzug auf dem Programm steht.